Hallo und herzlichen guten Morgen hier auf meinem Kanal. Heute ein bisschen spontan aufgenommen. Ich wollte heute ein wenig länger schlafen, weil ich gestern spät von der Arbeit nach Hause gekommen bin, den ganzen Tag gearbeitet habe und fix und fertig war. Und ja, wollte eigentlich quasi schon mein neues Vorsatz brechen. Also habe ich zumindest zum Teil. Denn mein Vorsatz für dieses Jahr ist halt einfach, meinen Schlafrhythmus zu ändern und um 6 Uhr in der Früh aufzustehen. Heute bin ich um 6:30 aufgestanden. Ich bin einfach munter geworden und habe mir gedacht, jetzt ist es wurscht, stehe ich auf und sieh mir halt den Sonnenaufgang an. Gerade noch rechtzeitig. Es ist zwar noch eine Wolkendecke vor der Sonne, aber man sieht schon, die Sonne ist schon fast da oben und ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie von den Wolken herauskommt. Und diesen Moment möchte ich auf jeden Fall einfangen. Warum eigentlich um 6 Uhr aufstehen? Nun ja, bei mir ist es immer so gewesen, dass ich 1-2 Uhr in der Früh schlafen gegangen bin, halt Serien geschaut, gezockt habe und dann meistens eher so 9-10 am Vormittag aufgestanden bin. Und ja, das hat sich manchmal mit meiner Arbeit nicht so gut vertragen, da ich manchmal auch Frühdienst hatte und dadurch auch um 6 Uhr aufstehen musste. Also, ja, habe ich beschlossen, meinen Schlafrhythmus zu ändern und um 6 Uhr aufzustehen und halt so 10, 11 schlafen zu gehen. Ein großer Vorteil, ich habe länger vom Tag etwas. Das heißt, ich kann im Prinzip den Tag besser einplanen. Und ja, wenn ich halt so auch spontan in der Früh aufstehe, kann ich mir einen schönen Sonnenaufgang anschauen, was für die Seele wirklich sehr befreiend ist. Aber was ich auch machen will, ist halt, ich möchte dieses Jahr wieder ins Fitnessstudio gehen und daher auch zeitig aufstehen, weil ich möchte halt einfach zeitig aufstehen, mich fertig machen, dann ins Fitnessstudio gehen, trainieren, nach Hause gehen und erst dann frühstücken. Ja, ein bisschen gesünder leben. Jetzt stehe ich hier auf einer Brücke und warte, dass sich die Sonne endlich zeigt. So, eine richtig gute Position und ein richtig schönes Bild. Ja, ich muss halt sagen, es ist ein Unterschied, ob man sich einen Sonnenaufgang auf, ja, ich sag mal, auf ein Video ansieht, auf einen Monitor, oder ob man halt real sich das Ganze ansieht. Das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Ich muss ja sagen, mir gefällt das Szenario. Auf der einen Seite eine dunkle Wolkenwand, alles noch bewölkt, auf der anderen Seite ein strahlenblauer Himmel, die rötlichen Färbungen ins Blaue von unten nach oben und dann die hell erleuchteten Ränder der dunklen Wolken. Ein Meisterwerk der Natur. Es ist wirklich entspannend und vor allem auch entschleunigend, wenn man hier einfach nur steht, zusieht. Wie das Wasser die Donau runterfließt oder Schwäne am Ufer sich zusammentun, hier und da vielleicht ein paar Leute sieht. Keine Menschenmassen, wenig Verkehr, es ist schon sehr beruhigend. Als Einzige auf dieser Brücke fährt halt Zug und U-Bahn. Wenn die vorbeifahren, das hört man dann, aber das ist für mich jetzt nicht so schlimm. Einfach in die Ferne blicken, die Aussicht genießen. Das ist einfach wunderschön. Für alle, die es interessiert, ich filme mit meinem Osmo Pocket 3. Und benutze auch das, wie heißt das nochmal, Mic 2, glaube ich, das Mikrofon. Da kann man halt auch gut testen, ja, den Wind, die Lautstärke, Nebengeräusche. Ich bin schon gespannt, wie sich das anhört.
Wie gesagt, es war halt einfach eine spontane Aktion. Ich bin quasi, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, ja, vor ungefähr einer Stunde bin ich wach geworden. Also noch ganz früh. Wenn man bedenkt, um 6 Uhr stehe ich auf, habe mir den Wecker um 7 gestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, eine Stunde schlafe ich länger. Und dann stehe ich um 6:30 auf, schaue aus dem Fenster raus. Und dann habe ich mir einfach gedacht, egal, stehe ich auf und schaue mir den Sonnenaufgang an. Im Prinzip, wenn ich meine Neujahrsvorsätze, meine Pläne für dieses Jahr zusammenbrechen, also zusammenkürzen würde, wäre das eine, gesünder leben, beinhaltet halt meinen Schlafrhythmus ändern, trainieren, dass ich wieder ein bisschen mehr Muskelmasse zulege. Vielleicht nebenbei auch noch ein bisschen was abnehme. Der zweite Punkt ist finanzieller Natur. Meinen Überziehungsrahmen dieses Jahr wegbekommen. Geld zusammensparen, damit ich mir auch was leisten kann dieses Jahr. Da habe ich auch schon dieses Monat angefangen, einen Schritt zu setzen. Der dritte Punkt, Reisen, viel erleben. Ich habe schon einige Events für dieses Jahr schon geplant. Aber ich möchte auch spontan auch mal fürs Wochenende irgendwo hinfahren und einfach was von der Welt sehen. Ich möchte einfach was erleben. Der vierte Punkt besteht darin, meine Wohnung dieses Jahr herzurichten. In meinem Neujahrvideo habe ich euch ja, meinen neuen Arbeitsplatz quasi gezeigt. Der ist aber halt nur momentan provisorisch, also noch nicht fix. Da habe ich auch viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte. Und ja, mein fünfter Punkt ist, glaube ich, einfach der wichtigste und an den sollte man sich auf jeden Fall halten. Ist halt nicht leicht. Das Leben einfach genießen. Einfach so wie diesen Augenblick hier jetzt. Einfach genießen. Ich möchte einfach nicht am Ende des Jahres zurückblicken und sagen, ich war zufrieden. Ich hatte Spaß. Ich möchte mich einfach, ja, versuchen, nicht mehr so viel über unnötige Dinge aufzuregen. Ja, das wären meine 5 Vorsätze für dieses Jahr. Gesünder leben, Finanzen im Griff kriegen, reisen, die Wohnung herrichten und das Leben genießen. Da kann ich ja behaupten, das ist gar nicht so viel. Sind ja nur 5 Dinge. Aber das Kleingedruckte. Da ist die Liste lang wie bei einem Rezeptzettel mit der ganzen Auflistung und was man machen und was man nicht machen darf. Habe ich schon erwähnt, dass das Szenario wunderschön ist. Für diesen Moment, für den bin ich aufgestanden. Und ich bereue nichts. Oh. Wow, wow, wow. Das blendet. Ach ja, ein wunderschöner Sonnenaufgang. Das spontane Frühaufstehen hat sich doch gelohnt. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht wie ich. Also ich muss ja sagen, wenn man halt direkt in die Sonne sieht, erblindet man einfach. Aber ich muss wirklich sagen, es ist einfach traumhaft. Es ist auch nicht mal so kalt. Es ist richtig angenehm. Ich fühle mich auch gar nicht müde, obwohl ich jetzt, keine Ahnung, ein bisschen mehr 6 Stunden geschlafen habe. Aber ich denke, so kann ich den Tag, ja, schön begrüßen, schön verbringen. Ich habe auf jeden Fall heute noch was vor. Zum einen dieses Video dann hochladen. Denn das Schöne ist, ich habe Wochenende, das heißt nichts tun. Ich werde auf jeden Fall ein wenig zocken, weil es ja momentan ja auch so viele spielen, spiele ich ja auch momentan Palworld. Das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Einfach mal in der Früh zeitig aufstehen und sich einfach nur den Sonnenaufgang anschauen. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, natürlich.
Gut, damit soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieser traumhaft schöne Sonnenaufgang genauso gut gefallen wie mir. Ich konnte mich ein wenig, ja, Hase, das ist ein Hase. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, aber da ist ein süßer kleiner Hase. Und ein zweiter kleiner Hase. Voll süß! Also ich muss sagen, ich bin happy. Auf jeden Fall habe ich euch, ich sag mal, grob meine 5 Vorsätze fürs neue Jahr gesagt. Und ja, das ziehe ich durch, weil einfach in der Früh aufstehen, wo ich mir da früher immer gedacht habe, boah, früh aufstehen, voll ätzend. Aber jetzt 6 Uhr aufstehen, sich einen Sonnenaufgang anschauen und danach frühstücken gehen, hat auch schon was. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende. Habt Spaß mit dem, was ihr tut. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar oder einem Abo, würde ich mich auch mega drüber freuen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich bin raus. Ciao.